Der Kastenwagen Atria Twin Sports 600 SPB. Der wurde auch von vielen gewünscht. Den zeige ich jetzt. Was kostet der? Was gibt's Neues? Was gibt's nicht Neues? Der wird gerade frei. Wie immer zuerst das Preisschild. Wir haben hier übrigens vorne, wie es aussieht, den Fiat. Jawohl, auf Fiat Ducato. Modelljahr 2023. Da haben wir hier einen Preis von knapp 80.000 Euro. Knapp 80.000 Euro mit dieser Ausstattung. Und da habe ich auch noch ein paar spannende Infos bekommen hier von den Leuten hier, die den ausstellen. Und zwar zu den Neuheiten, zu den Preisen, zu den Lieferzeiten. Darf ich zwei Sätze sagen hier in diesem Kurzvideo? Ist also spannend. Wir gehen jetzt einfach mal rein und stellen erstmal fest, das, was ich auch gleich erwähnen werde an Neuigkeiten, die ich erfahren habe, die man jetzt hier auch schon sieht, dass es so erstmal nichts Neues gibt. Vorne haben wir hier den Fiat 8, der ist natürlich neu. Der Fiat 9 soll ja demnächst auch rauskommen. Man kann aber mittlerweile froh sein, überhaupt den Fiat 8 zu kriegen. Das neue digitale Cockpit, das schöne neue Multifunktionslenkrad, das neue Design vom Fiat 8 und hier das Wandlergetriebe. Da seht ihr schon 80.000 Euro dieses Fahrzeug, obwohl es nur 6 Meter lang ist. Weil bei dem Chassis, da geht der Preis natürlich allein schon hoch. Ne? Fiat Ducato 8 mit Automatikgetriebe, das geht schon in den Geldbeutel rein. Aber das ist der Hammer. Das ist das, was begehrt ist. Das ist das, was ausverkauft ist. Dazu gleich in diesem Video Infos, was ist mit den Lieferzeiten los und mit den Preisen. Ja, wir schauen hier hoch. Hier ist die Treppe. Ist ja wirklich ein relativ kurzes Fahrzeug. Und deswegen hier oben noch ein Aufstelldach bei diesem Sports. Was ich schön finde, hier ganz große Seitenflächen. Also Netze, wo man rausgucken kann. Das haben andere Fahrzeuge mit Aufstelldach nicht. Auch nach vorne. Man kann hier ringsrum gucken. Geht natürlich die Wärme komplett verloren, aber man kann das natürlich auch hoch machen, zeltmäßig. Und dann kann man es versuchen, oben warm zu kriegen. Die Wärme steigt ja auch nach oben. Ja, hier sage ich gleich, wie es ist. Absolut baugleich zum SGX, zum SPB. Ist es ja der SPB, zum SLB. Baugleich. Alle Atria-Vans sind einfach gleich. Und ja, ich nehme es vorweg, sie bleiben auch gleich. Das sage ich gleich, bevor wir hier weiter filmen. Was ich in Erfahrung gebracht habe, jetzt schon auf mehreren Ständen, nicht nur hier, dass selbst das Modell 2024, wo sich keiner zu äußert, was ja in Düsseldorf vorgestellt wird, immer so im Herbst jeden Jahres, da wird man wahrscheinlich mit keinen Änderungen rechnen. Ja, das Fahrzeug wird abermals so bleiben und sich nicht verändern. Das ist also fortlaufend gleich, weil es halt zeitlos modern, schön und neu ist. Also, wenn ihr sagt, ich warte auf das nächste Modell, lohnt sich nicht unbedingt, kann teurer werden und kann gleich sein. Gibt es nicht viele Neuheiten. So, nun zeigen wir mal, was los ist. Die Dinette kennt ja jeder. Da müsst ihr ja nur die anderen Videos angucken. Das ist alles wirklich gleich. Deswegen braucht man hier gar nicht so viel zu zeigen. Die Küche, alles exakt wie ab Baujahr 2019, muss man sagen. Ist das alles gleich geblieben. Ab Baujahr 2020 gab es höchstens Rahmenfenster außen an dem Fahrzeug. Aber von innen ist alles gleich. Alles gleich. Okay, hier oben das Bedienpanel ist natürlich digital geworden. Das war früher analog. Und der Waleboiler, wenn man ihn hat im SGX zum Beispiel, wenn man eine Dieselheizung hat, da ist der Waleboiler jetzt hier auch mit einem anderen Schalter. Und die Multicontrol gibt es jetzt dazu bei der Dieselheizung. Vorher war das ein Glücksrad, ein Drehrad. Aber hier mit der Gasheizung, wie in diesem SPB Sports, ist auch alles gleich. Die Truma Gasheizung mit einer Duality-Funktion, die gibt es ja auch schon seit so vielen Jahren, ist alles das Gleiche. Dementsprechend hier auch die Oberschränke, alles gleich. Push geht aufgrund eines Messefahrzeugs jetzt nicht so gut. Ich muss sagen, ich fahre schon über 2 Jahre den SGX und alle Push-Schränke sind heile. Gehen einwandfrei auf und haben keine Probleme. Nicht so wie hier. Obwohl ich das Fahrzeug 2 Jahre nutze, sehr viel mit meiner Nora. Wer hupt denn da draußen so rum? Obwohl wir in der Halle sind. Ja, das ist wie gesagt alles gleich geblieben, auch dieser Kühlschrank. Von Tedford. Absolut gleich. Den kennt ja jeder. Eisfach hier oben. Den kann man sich auch bestellen als groß, bis nach ganz unten gehend. Dann hat man hier natürlich keinen Kleiderschrank. Ich traue mich gar nicht, die Schubladen alle zu öffnen, weil es nichts Neues, Innovatives gibt. Die Schubladen sind auch nicht geteilt. Die kann man sich selber teilen, wenn man will.
Softclaws, alles so wie ab 2019 absolut gleich. Dementsprechend auch das Schwenkbad. Das ändert man natürlich auch nicht, weil es einfach schön ist. Weil es alles bietet. Warum soll man hier irgendwas ändern? Das Einzige, was hier mal anders wurde, ist das Waschbecken. Seit einigen Jahren gibt es das jetzt in Oval und zum Drehen. Und das Modell 19 und auch das Modell 20 hatte noch ein rundes Waschbecken. Ab Modell 21 gab es dann hier so ein ovales Waschbecken. Aber ansonsten ist hier alles gleich geblieben. Absolut gleich. Auch diese Auslässe unten, links und rechts, zwei Stück. Ich hätte mir gewünscht, dass sie diagonal sind. Aber das ist alles so geblieben. Man hat nichts geändert. So, ich will mich gar nicht so oft wiederholen. So viel zu dem Badezimmer. Auch, man hätte ja mal, ich sag's trotzdem mal, man hätte ja mal hier mal einen Insektenschutz bauen können. So serienmäßig. Nein, das ist alles wie immer. Ja, die Lamellenschiebetür. Und hinten das Bett. Haben wir einen Querschläfer aufgrund der 6 Meter Fahrzeuglänge, die ziemlich kurz ist. Keine Rundumschränke hinten. Wegen der Länge halt nur zwei Oberschränke auf jeder Seite. Hier geht auch Push ganz gut. Und keine Seitenfenster, auf beiden Seiten nicht. Hier kann man sich also überlegen, in welche Richtung man schlafen möchte, links oder rechts. Längs geht nicht, aufgrund der Länge. Ja, und darunter filme ich nochmal von hinten. Die Preise und die Lieferzeiten. Ich habe euch versprochen, dass ich das noch kurz einbaue in diesem Video. Ja, keiner mag sich äußern, aber das, was man so erfährt, auch wenn die Kamera aus ist, was man dann doch mitkriegt, natürlich, das sind nur unverbindliche Aussagen von den Leuten hier, die das verkaufen. Egal, auf welchen Stand man geht. Auch hier ist dieselbe Aussage. Man weiß es nicht, aber man rechnet damit, dass die Lieferzeiten sich erstmal nicht stabilisieren. Also in diesem Jahr gar nicht, da wird sich nichts tun. Die reinste Katastrophe nach wie vor. Man soll einfach warten auf 2024 und dann könnte sich was ändern. Und so ist es auch mit den Preisen. Man geht nicht davon aus, dass es billiger wird. Nach wie vor geht man aktuell davon aus, dass es sogar teurer wird. Das darf ich hier in diesem Video einbauen, das sage ich euch. Das ist das, was ich in Erfahrung gebracht habe. Von den Leuten, die sich äußern. Vor der Kamera traut sich keiner, das anzusprechen. Keiner will seinen Kopf kürzer haben. Aber ich gebe euch das so wieder, was ich so in Einzelgesprächen noch erfahre, von dem einen oder anderen. Wie gesagt, der Tenor ist, Fahrzeugpreise werden nicht runtergehen, bleiben allenfalls stabil, gehen eher hoch. Die Blase ist immer noch nicht geplatzt. Und solange die nicht geplatzt ist, werden die Preise stabil bleiben und eher, wie gesagt, hochgehen. Und die Lieferzeiten ein Jahr aufwärts. Unter ein Jahr gar nicht mehr. Bestellt man sich Sondersachen wie Automatikgetriebe oder den Voll-LED-Scheinwerfer von Fiat, kann die Lieferzeit schon plötzlich auf 2 Jahre hochgehen oder irgendwelche Probleme können kommen. Dann unterschreibt man heute auch, Preissteigerung ist möglich, keine feste Preisbindung mehr und nichts. Wir haben ungewisse Zeiten, also wenn ihr jetzt sofort ein Auto haben wollt, dann sucht euch einen Händler, der Vorläufer hat. Wenn ihr einen direkt konfigurieren wollt, ist so eine Sache nach wie vor. Oder wartet noch mal ein Jahr. Aber wer nicht warten will, der Artiga Twins Sport 600 SKB, 80.000 Euro hier in diesem Fall. Exakt gleich, ich möchte es nicht mehr wiederholen, exakt gleich wie all die Jahre davor. Aber trotzdem schön, ich bin von Artiga immer noch sehr überzeugt. Zeitloses, schönes, modernes Design. Deswegen hat man es, wie gesagt, auch nicht geändert. Ja, und hier unten, okay, es gibt noch Airline-Schienen, die gab es früher nicht. Die gibt es heute immerhin ab Werk. Kann man sich natürlich auch selber reinschrauben. Ist ja schnell gemacht. Und hier der Gaskasten. Wir haben hier natürlich Gas und keine Dieselheizung. Und nach wie vor auch noch die Heckfangseile, die hat man leider nicht abgemacht. Nun gut. Ja, so viel zu dem Fahrzeug. Wir gehen weiter. Wir gehen jetzt auch mal weg von Artiga und gehen jetzt mal zu ganz anderen Herstellern nochmal. Aber ist klar, ich mag Artiga und viele wollten die nochmal explizit gesehen haben, weil Stadtfahrzeuge sind immer gefragt. Kurze Fahrzeuge, 5,40 Meter oder 6 Meter und nicht 6,40 Meter. Wenn ihr ein kurzes Fahrzeug haben wollt, ich kann ihn wirklich nach wie vor empfehlen. Der ist toll. Unseren Artiga werden wir übrigens auch behalten, aber es geht ja nicht um uns. Danke fürs Schauen, auf zum nächsten Fahrzeug, auf zum nächsten Video. Tschüss.